Eine besonders wertvolle Flötenuhr gelang dem Team mit der Neuanfertigung eines barocken Vogelautomaten. Das offene Bodenelement gibt den Blick auf das Orgellaufwerk und die Schnecke frei, die den Gleichlauf des Antriebs gewährleisten. Die 10 kleinen Pfeifen sind traditionell aus Zinn gefertigt. Sie werden nach dem Intonieren in der Windlade befestigt. Ihr Tonumfang umfasst mehr als eine Oktave. Federkraft setzt Geschwindigkeitsregler, Blasebalg und Musikwalze in Gang. Deren Stifte leiten den Luftstrom über die Klaviatur zu den Pfeifen. Noch ein Tropfen Öl, dann wird das Automatenwerk abgedeckt und der Käfig aufgesetzt. Dessen Rahmen, Gitter und das Türchen bestehen aus massivem, vergoldetem Messing. Wer genau hinsieht, erkennt liebevoll gefertigtes Kunstwerk aus ziseliertem Bronzeguss und Porzellan. Den Mittelpunkt der Flötenuhr bildet jedoch der Singvogel. In seinem Körper mit dem echten Federkleid ist die gesamte Mechanik für den präzisen Bewegungsablauf verborgen. Selbst das Öffnen und Schließen des Schnabels erfolgt akkurat im Takt der Musikstücke mit ihren barocken Verzierungen und Trillern. Als Krönung des Ganzen besitzt der Automat auf der Bodenfläche eine Präzisionsuhr mit emailliertem Zifferblatt und vergoldeten Zeigern. Laufzeit eine Woche. Und so präsentiert sich nun der Vogelautomat, handgearbeitet, einmalig in Präzision und Ausführung, langlebig und wertbeständig. Alles Kriterien für den anspruchsvollen Liebhaber und Sammler.